Warum ich da mitmüden müsste? Weil das meines Wissens nach der Grundsatz von einem LPT ist. Wenn der Typ, also das ist jetzt an dich, Lauer, wenn der Typ, der aufnehmen tut, irgendwo hingeht, muss der Rest der Gruppe, die mit aufnimmt, mit. Das heißt, die komplette LPT-Gruppe ist immer zusammen und tut sich nicht groß voneinander trennen. Wenn einer ein Gebäude baut, bauen alle anderen mit. Ja, also ich... Wenn einer eine Höhlentour macht, gehen die anderen mit. Wenn einer in die Hölle geht, gehen alle anderen mit. Zwangsweise. Und jetzt sag mir bitte, was ist der Unterschied zwischen der Höhle und der Hölle? Die Höhle hast du in der Overworld. Die Hölle ist die Hölle. Okay, da kommen wir jetzt nicht ganz mit. Passt schon. Ja, was soll sonst der Unterschied zwischen der Höhle und der Hölle sein? Ja, ich sag mal so, ich weiß, also ich kenne jetzt keinen Ort in Minecraft, den man als Hölle bezeichnet. Das ist der Nether. Also. Jetzt stimmt ihr Laura sogar noch zu, das finde ich gut. Ja, und das ist das, warum ich LPTs nicht ausstehen kann an sich. Das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum du hier das Ding neu machen willst. Auch. Ja, dann muss ich dann sorry sagen, dann bin ich raus. Okay Leute, liebe Zuschauer, bewerbt euch jetzt bei mir für das LPT. Okay, war jetzt nichts. Also wenn ihr gerne mal mitspielen wollt, könnt ihr das gerne machen. Also einfach mal mich anschreiben oder jetzt hier im Chat schreiben und dann kann man drüber reden. Ne? Dann holen wir euch aufs Teamspeak hier, dann werden wir noch ein bisschen reden, über eure Spiele vorlieben und so. Vielleicht wollt ihr auch ein fester Bestandteil von mir, Karl, Let's Play and Party werden, wer weiß. Ich als Gast. Ja. Nee, lass mal. Hä? Laura meint gerade, ich kann hier hin und wieder als Gast auf den Server kommen. Ich glaub, das wird nischt. Ich krieg die Schreikämpfe. Waldi, wir wussten ja nicht, dass es so labil ist, also. Dass ich was bin? Psychisch labil. Hast du geraucht? Nein, ich rauche nicht. Jeden Moment hörst du wieder, wie es Zippo auf und zu geht. Achso, na. Ja, ich rauche Zigaretten, aber nichts anderes. Schlange her. Ich muss jetzt mal kurz zu einer Wartezeit. Achso, wann gibt's denn zwei Crafting-Rezepte für Zäune? Also irgendwie muss ich aber sagen, ich habe das Gefühl, dass meine Dinge irgendwie ein bisschen springt. Wo habe ich jetzt das Lederzeug schon rein? Keine Ahnung. Ich habe es irgendwo eingeräumt, weil ich sagte, ich brauche es wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Was meinst du jetzt, der Lab hier da? Der Laura?
Jetzt weiß ich, warum ich es hasse, wenn ich meine Gebäude im Creative vorbaue. Du hast dieses Gebäude im Singleplayer im Creative vorgebaut, oder was? Ja, schon lange her und ich habe keinen Plan mehr, wie ich es gemacht habe. Meine lieben Zuschauer, wer weiß, wo ich das Netherquarz hingelegt habe. Ach, hier ist ganz viel Netherquarz drin. Ich glaube nicht, dass ich es in der Truhe gelegt habe mit der anderen. Also, ich meine, Laura, schau dir an, was ich hier gebaut habe. Ich würde als Gast dann wieder hier stehen und würde anfangen, wieder solche Gebäude zu bauen. Wenn ich das Lagerhaus so schön finde, würde ich mich hinstellen, würde das Lagerhaus erneut bauen. Mit mein Handy. Waldi hat Spaß, das freut mich sehr. Ja, jetzt weißt du auch warum. Ich hab dir gerade die Antwort geschickt. Ah, okay. Glaube aber jetzt sagen wir nicht, ich hab das Labs genommen. Nee. Hä? Ach nee. Ah. Ich habe 7 neue Tageslichtsensoren. Aber ich brauche wahrscheinlich mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich brauche da deutlich mehr. Hey, ich habe hier ein Fenster. Davon kann ich jetzt gerade aktuell genau perfekt auf den Kran und das Lagerhaus schauen. Da muss ich mal kurz reinkommen und nachschauen. Von dem geht's auch wohl. Schlimm ist mir schon wieder der Ton ausgegangen. Du bist zu hoch. Hier das Fenster. Schön. Wirklich? Von hier oben kann man schon aufs Feld schauen. Und hier kommen jetzt noch 3 Etagen drauf. 3 Etagen drauf? Ja. Auf diesen Turm hier. Ach du heilige Scheiße. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Und die müssen alle mit Ton gebaut werden. Dann sehr viel Spaß. Ich bin ja auch so ein Idiot, ey. Warum? Ich habe das Gras weggerissen, um Erde zu platzieren. Mhm.
Oh, die Lampen sind angegangen. Hey. Wie sieht es übrigens, wenn du die Trapdoors drauf machst, voll scheiße aus, ne? Warum denn? Weil das bei mir nun mal so ausschaut. Ja, Tageslichtsensor sieht halt komisch aus. Ich hab gesagt, wenn du die Trapdoors drauf baust, nicht die Tageslichtsensoren. Ach, du meinst die, Falltüren. Falltüren, ja. Ja, sorry, ich... Minecraft in Englisch bin ich manchmal immer noch gewohnt. Aha. Ach übrigens, Laura hat mir ein bisschen was über dieses Ding erzählt. Über diese Axt. Spitzhacke. Und zwar folgendes. Sie hat diese Spitz, also es ist ihre. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie das passiert ist, dass ich sie jetzt habe. Weil sie hat diese Spitzhacke schon vor einer halben Ewigkeit ins Wasser geworfen. Ja, dann hat sie es außerhalb des Schankfotos-Bereichs gemacht. Das könnte jetzt sein. Weil, Ja, Schank wurde dann halt die komplette Zeit über nicht geladen. Ja, sonst wäre sie ja respawned, ne? Ferienhaus, ja klar. Was ist also, da gebe, Laura, da gäbe es ein Hütchen, das habe ich neulich mal gesehen. Das würde ich gerne nachbauen. Allerdings die Holzmassen, die ich dafür brauche. Boah, hör mir auf. Halt, falsche Etage. Hast du eine Werkbank bei dir im Haus? Ja klar. Gut. Ich baue ein Haus und baue mir keine Werkbank rein. Habe ich alles schon erlebt. Kann man eigentlich aus Stufen wieder normale Holzblöcke machen? Nicht, dass ich wüsste, wieso. Weil ich das unter Umständen bräuchte. Was hast du für Stufen? Fichtenholzstufen. Die brauche ich nicht mal. Achso, Schwarzeiche ist mir, ne? Ich brauche keine Schwarzeiche. Jetzt habe ich noch nicht einmal in den Stream geschaut, wenn du bei meinem Haus warst. Mist. Ja. Mal schauen, wie lange ich es durchziehen kann. Was denn? Wie lange ich mich vor deinem Haus verstecken kann. Ach Mann, ich brauche dich. Ja, weil ich gerne mal wissen wollte, wie Schwarzeiche in einem Ressourcenpack ausschaut. Also ich muss sagen, ich finde dein Haus relativ hübsch. Relativ, ey.
Das Einzige, was voll hässlich ist, ist das Dach. Aber wenn ich es größer baue, dann naja. Keine Ahnung. Gerade was aufgefallen, ich habe an einer Stelle Scheiße gebaut, egal. Kommt vor. Aber echt gut, dass du das Ding hast. Eine Werkbank. Schwarzeige schaut bei dir voll scheiße aus. Ich weiß jetzt leider. Ja? Ich weiß jetzt leider nicht, was die Schwarzeiche ist. Ich habe keine Beschreibung, weißt du? Wenn du in mein Haus reingehst, ne? Da hast du ja so ein paar Balken, die da nach oben gehen. Das ist Schwarzeiche oder zum Beispiel die Decke. Wenn du im Raum stehst vorne. Das ist Schwarzeiche. Und das, womit ich gerade das Dach baue, auch. Ah ja, gut, okay. Und der Fußboden ist Fichte. Ja, gut, okay. Ich weiß, ich habe zu viel Geld. Schwarzeichen, Dach, Schwarzeichen, Stützen und Fichtenfußboden. Der, ja. Der hat kein Geld, der hat nur einen großen Garten mit vielen Bäumen. Er wartet schon 20 Jahre drauf. Ich hab schon wieder keine Schwarzeiche mehr, scheiße. Sag ich doch. Ich habe nur einen Baum, den ich immer wieder fällen darf. Wieso machst du nicht einfach mal zwei Bäume? Weil ich nicht genug Setzlinge habe. Ich brauche für einen Baum vier Setzlinge und ich bin froh, wenn ich aus einem Baum fünf rauskriege. Und die sind noch nicht gewachsen. Scheiße. So, jetzt muss ich aber was überprüfen. Jetzt muss ich aber mal was überprüfen. Nö, und die sind mega, wenn ich in den Game-Mode gehe. Nee, bei mir zeigt es unten in der Ecke nicht mehr das Ding an. Bei mir steht nur Warning, Buildcraft. Aber im Normalfall habe ich dann noch immer eins über eins mit den Lucky Blocks und sonst was anderes. Und ja. Aber das Lucky Blocks ist halt auch weg. So, jetzt muss ich jetzt aber mal schauen, wie ich die Ding wieder einschalte, diese. Und in der Steuerung hast du gemeint, kann ich das nachschauen? Oder was? Numpad 1. Na? Mit Numpad 1! Ja, gut. Das ist scheiße. Warum? Weil mit dem Numpad 1 habe ich auch meinen Stream gestartet. Da mit Numpad 1 schalte ich um von meinem Bildchen zu meinem Stream.
Man schaut ja auch erst einmal die Tastenbelegung des Spiels durch, bevor man sich Makro-Tasten setzt. Ja, dann gehst du jetzt eben in die Steuerung und dann tust du die Numpad 1-Taste auf, was weiß ich, Numpad 9 legen. Nö, nö, passt schon. Ach, da unten sind die Zombies. Ja, komm raus. Sei dumm und komm raus. Es wird schon wieder dunkel. Ja, gehen wir nach, gehen wir schlafen. Was hast du die ganze Zeit zu lachen? Ich schau mir gerade jemanden an, der zum allerersten Mal The Witcher 3 spielt. Moment, du machst. Du bist gerade im Livestream und dann schaust du noch andere Let's Plays an, oder was? Willst du mich verarschen? Andere Livestreamer. Andere Livestreamer. Ah ja. Okay, also Laura hat mir gerade was geschrieben und zwar, wir sollen so weitermachen wie bisher, aber ab jetzt 100% Survival. Habe ich erst jetzt gelesen. Entschuldigung. Was? Entschuldigung, dass ich das jetzt gelesen habe. Ja, meinst du jetzt mit weitermachen auch auf diesem Server hier, oder wie? Ja, schwarzer hier ist gewachsen. Ressourcen für die nächsten 10 Minuten sind da. Nach einer halben Stunde warten. Ey, nicht abreisen! Warum nicht? Weil dann keine Setzlinge kommen. Doch, natürlich, die Setzlinge kommen auch, wenn man es rund abbaut. Bei der Schwarzeiche habe ich jetzt nur zweimal Setzlinge bekommen, wenn ich die komplette Krone abgebaut habe. Ach du heilige Scheiße. Ja, deswegen warte ich, bis sie die spawnt. Dann kriege ich wesentlich mehr. Ja, hau ab, ich stehe hier schon. Da liegt doch Holz. Hau ab, ich mach das schon. Achso, man muss immer 4 Setzlinge setzen, ne? Ja, hier steht schon mal 2. Ich weiß. Wäre das nicht ein bisschen langweilig im LP, wenn du da jetzt stehen bleibst? Eventuell. Nee, ich bewege mich schon ein bisschen, aber halt, ich will mal schauen, wie die Setzlinge. 1, 12, 1? Du weißt schon, dass wir auf der 1.11.2 spielen. Wollten wir nicht mal updaten auf einen anderen? Fehlen uns immer noch ein paar Mods, die wir aktuell auf dem Server haben. Ja, muss man mal schauen, welche Mods fehlen und dann kann man die Mods eventuell weglassen.
Hier ist eine Tür, die führt zu meiner Maschine. Und diese Maschine macht jeden Tag neue Melonen. Aber bald nicht mehr, bald macht sie noch Kürbisse. Sollten wir hier bleiben. Jetzt kein Setzling, oder? Nein. So, da ich für das Glas ja momentan sowieso keine Verwendung habe. Nicht, dass du mir jetzt Glasscheiben irgendwo reinsetzt. Mist. So, 4 Setzlinge. Ja, dann hoffen wir, dass noch mehr kommen. Ja, hoffen wir es mal. Ich höre ein Skelett. Egal, Tiere sind wichtiger. Ich wusste nicht, dass auf Schwarz eigentlich ein Äpfel war. Ja, da ist einer. Jetzt sind wir im Wald. Schau den Baum beim Ding zu. Seht ihr, wir sind Menschen ohne Hobbys. Wir schauen den Baum beim Wachsen zu. Beziehungsweise beim Auflösen. Also ich muss sagen, dass das echt scheiße ist. Hallo? Oh Mann. Ups. War da noch einer? Ja. Ich hab einen. Ja, also wenn du Glück hast, kommt mir noch ein zweiter raus.
Also zwei weitere. Wenn noch zwei kommen, wäre ich noch froher. Was passiert jetzt eigentlich? Wachsen die auch in dem Stadium jetzt schon so, oder wie? Nein, die wachsen erst, wenn davon vier Stück nebeneinander stehen. Also so wie da hinten. Ja. Also. Und selbst dann dauert es drei Tage. Okay. So, gut. Die Lampen sind jetzt so soweit fertig. Soll ich es mal Nacht werden lassen, damit wir die Lampen mal in Aktion sehen?